Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Insanely Twisted Shadow Planet. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ist schon etwas her. Ich weiß nur noch, dass wir ziemlich viel schon im Inventar hatten. Und da muss ich mal kurz schauen. Eins war Scanny, zwei war Cheesy, also Peng Peng Teil. Drei war Greifi, vier war Segi, fünf... Was war 5 nochmal? Ach, das Schild. Hui. 6 war dieses Peng-Peng-Teil. Genau dieses. 7 hatten wir den Laser. Und 8 hatten wir noch nicht. Gut, und jetzt wollten wir uns in diesen lila Bereich vorarbeiten. Weiß ich schon, da ist auch schon unser Ziel. Oho. Okay. Dann werden wir das mal machen. Würde ich vorschlagen. Was ist das? Das kann man aufnehmen. Das bringt irgendwas total Cooles. Und zwar... einen Strahl. Legen wir den Strahl mal auf die 8. Was machst du? Aua, mag keine Strahle. Ach, das ist ein Gravitationsstrahl. Soweit ich sehe. Also damit kann ich Sachen nehmen und von mir wegtun. So in etwa. Und die dürfte ich auch nehmen können, ja. Und dann nehme ich mal ganz stark an, dass es hier ein Schalterrätsel ist. Oh. Wie cool, Schalterrätsel. Und das gebe ich mal da durch. In der Hoffnung, wir brauchen das da drüben dann noch irgendwo. Und ja, wir brauchen es noch. Und zwar genau da. Dann geht nämlich das da drüben auf. Ach, ist ja cool, dass jetzt hier so Schalterrätsel ins Spiel kommen. Hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Allerdings finde ich sie richtig interessant. Da müssten wir, denke ich mal, ganz nach oben. Und dann schnell durch. Ja, also noch ist es ja relativ Einführung-Dings. Ja, man muss ja erstmal vertraut werden damit. Ach, da kann ich mich ranhängen. Ah. Kann ich mich da auch abstoßen davon? Oh! Ach so, immer wenn ich das mache, dann kommt der... kann ich das Raumschiff nicht mehr so ganz stark steuern. Na doch, kann ich schon noch. Schon noch, aber er geht relativ genau dorthin, wo ich hinzeige. Das ist ja mal interessant, die Wendung. Ich bin schon gespannt auf den Bosskampf, der dann mit dem ausgeführt wird. Ich habe da ein bisschen was vergessen. Na egal, da wird ja dann schon nichts sein. Ach, ich soll in die... Ah! Dann kommen wir schon in die vorletzte Welt. Was macht ihr? Ihr macht auch Aua.
Ja, mach dir. So, und jetzt kann ich dich hier zerstören. Richtig. Und da geht's ab, wieder raus. Und zwar ins Helllilane. Ich bin immer richtig gespannt, wie lange wir jetzt überhaupt aufnehmen da. Noch, bis wir das Spiel durch haben. Wie muss ich da in die Eiswelt? Kann ich da oben einfach rein? Okay. Gut, dann einfach wieder nach oben. Ein bisschen lahm ist das Raumschiff ja schon. Geschwindigkeitsupgrade wäre ganz nett. Für solche Strecken hier. Wäre auf jeden Fall interessant. Ja, dann speichere ich mal hier kurz zwischen. Und ab geht's da nach unten wieder. Oder? Yes. Da geht's dann wieder in die Eiswelt. Oder war das überhaupt die Eiswelt oder die Wasserwelt? Das war Wasser. Stimmt. Und hier muss ich da unten das Teil da drauf bringen. Genau, und dann öffnet sich der Einsog Dings Bums ins Orange. Oh, das schaut ja ziemlich freundlich aus hier. Ich scanne euch mal. Hallo, ich will dich scannen. Ja, du magst das nicht, okay. Aber wenn ich das benutze... Na gut, geht einigermaßen. Was sagt denn eigentlich die Karte jetzt? Ich muss... dahin. Okay. Dann gehen wir mal da nach oben, falls das sich ausgeht. Ich hoffe, da kommt jetzt so lange niemand. Gut. Oh Gott. Der mag keine Segen. Oh Gott. Das sind zu viele. Und da backt eine in der Wand durch. Was war denn das jetzt gerade? Warum war ich da so schnell? Hier war ja doch noch was. Aua. Halleluja! Halleluja! Ah! Ja, da ist meine Säge ein bisschen mickrig dagegen. Was ist das? Kann ich greifen? Greif über 3. Oh, die Geräusche hier. Ach, ein Uhrwerk? Kann das sein? Kann ich hier irgendwo speichern? Nein, anscheinend nicht. Na gut, dann müssen wir das Uhrwerk hier fertig machen. Das dreht einen. What the fuck? Sind wir jetzt upside down? Upside down. Why turn me?
Okay. And what is this? Nein, nicht das. Das hier. Was ist das? Das mag das Teil nicht, oder? Und dieses Teil mag Piu Piu nicht. Zwei. Piu 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 Piu. Und das war 8. Das müsste ich jetzt, denke ich mal, da anschließen. Jo. Ja, okay. Ist relativ einfach. Relativ einleuchtend jetzt gerade noch. Wechseln mal wieder zu Piu Piu, wenn es geht. Oh. Ich sehe schon was. Jetzt sind wir nämlich so ein bisschen falsch rum. Was mag das eigentlich nicht? Gar nichts gibt's gar nicht. Oh. Halleluja. Das kann man wegsägen. Was ist das? Oh, das ist so... Halleluja! Da ist so viel Neues. Das macht irgendwas. Ach, das ist ein Entwurf. So, so. Ach, und hier muss ich gar nicht hin. Ach, da muss ich darüber. Ist okay. Da gibt es wieder so ein paar Elektro-Dingers. Okay. Dich kann ich wieder einstecken. Aber was ist da drüben? Boah, das ist alles so ein bisschen verwirrend hier. Nur so ganz leicht. Ganz, ganz leicht verwirrend. Dich kann ich aber nicht mehr ausstecken, okay. So. Wohin dreht es mich jetzt? Ach so. Und jetzt bin ich... Richtig rum? Kann gar nicht sein. Ich glaube, ich bin gerade kopfüber. Boah, das ist verwirrend. Halleluja. Ja, ich bin gerade kopfüber. Ach so, dann muss ich jetzt einfach mal wieder hier durch. Nochmal. Und dann, ich bleib mal so. Mal schauen, was das bringt. Ob es überhaupt irgendwas bringt. Kann ja sein. Ja, ich bin kopfüber. So viel steht schon mal fest. Ja, hat was gebracht. Ansonsten wäre ich da nicht reingekommen. Hallo? Achso. Okay, ich verstehe. Das ist ja mal richtig cool. Wie das Spiel einfach so eine Wendung nimmt. Piu, 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 piu. Ich glaube, ich muss da rein.